Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics und ich muss mich beeilen, denn ich habe jetzt abgestimmt auf meiner Facebook-Page und es hat Samuel Eto'o, sag ich mal, ganz mit einer ganz großen Mehrheit diese Wahl gewonnen. Deswegen will ich ihn mir kaufen. Ich habe gerade mal einfach gerade geschaut, ob ich ihn finde oder wie viel ich ihn momentan bekommen würde. Und hier läuft jetzt gleich eine Auktion aus für 15.000 in der richtigen Formation. Und momentan würde ich über den Sofortkauf ihn für mindestens 16.500 bezahlen und da ist er noch nicht mehr in der richtigen Formation. Das heißt, das kann unter Umständen sein, dass das jetzt hier ein richtig guter Kauf ist oder zumindest jetzt nicht mega geil, aber schon mal günstiger, als wenn ich jetzt einfach über den Sofortkaufen gehen würde und ich spare ein bisschen was. Und dann habe ich ihn sogar jetzt hier in der richtigen Formation und ihr seht jetzt gerade wirklich live dabei, wie ich ihn bekommen habe für 15.000. Super Sache, es hat jetzt sehr gut geklappt. Und deswegen musste ich jetzt ganz schnell die Aufnahme starten, damit das jetzt hier noch drauf ist. Und ja, jetzt so schnell ist es gelaufen. Ja, jetzt habe ich gerade Samuel Eto'o kaufen können. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt am besten mache. Denn ich habe jetzt, wie man sieht, 7.500 übrig. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich jetzt dann einfach eine neue Abstimmung mache. Oder ob ich sage, okay, die zweitmeisten Stimmen zum Beispiel dann Valid bekommen. Macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, da ich ja jetzt Eto'o gekauft habe. Dann brauche ich ja nicht noch einen weiteren Stimmen aus der russischen Liga. Und danach haben wir eigentlich entweder Remy oder Michel Bastos waren diejenigen mit den zweitmeisten Stimmen. Und ich glaube, Remy kostet, ja, weiß nicht, wie viel der kostet. Ich schaue einfach mal ganz kurz. Hier sieht man nochmal meine Sucheinstellung für Eto'o. Dann suchen wir jetzt mal nach Louis Remy. Und ich muss ein bisschen leiser reden, denn es ist jetzt gerade relativ spät in der Nacht, wo ich das Ganze aufzeichne. Und ich hoffe, also es ist jetzt hier gerade von Sonntag auf Montag Nacht, wo ich das Ganze hier aufzeichne. Und ich hoffe, das Video kommt am Montag. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das alles so jetzt hinbekomme, dass es morgen, also am Montag, online sein wird. Dann habe ich wirklich hier, sage ich mal, powermäßig das alles noch durchgehauen. Aber ich muss ein bisschen leiser reden. Ich hoffe gleich, ich werde natürlich auch spielen. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann total aufdrehen und abdrehen und dann wird es dann total vergessen sein, dass ich jetzt eigentlich leise sein möchte. Und ich suche jetzt nach Louis Remy und der spielt bei Marseille, genau. Und da gucken wir einfach mal ganz kurz, für wie viel ich ihn im Sofortkauf finden kann, egal in welcher Formation. Können wir mal schauen, ob ich einen für 7,5 überhaupt finden kann. Ich habe gerade nämlich gar keine Ahnung, wie viel der kostet. Okay, also er ist günstiger, er kostet ungefähr 5.000, das ist schon mal sehr gut. Und dann gehen wir einfach mal den Preis ein bisschen runter. Genau. Und dann schauen wir mal, ob wir einen auch für 4,9 oder noch weniger finden. Das Problem ist, hier hat man nochmal den anderen Typen dabei, den ich jetzt nicht kaufen möchte. Ach du Scheiße, da sind recht viele. 4,9 haben wir jetzt auf jeden Fall schon mehrere gesehen. Also den anderen Typen hätte ich am liebsten gar nicht mit dabei. Das machen wir jetzt einfach mal so, dass wir hier, sag ich mal, 3.000 einstellen. Das ist natürlich dann klar, wenn ich dann jetzt hier einen Louis Remy finde, dann ist das sehr günstig. Und wenn ich jetzt keinen finde, mache ich einfach als Sofortkauf-Mindestpreis 3.000. Dann dürften hier diese ganzen anderen, dieser Gignac, dürfte dann rausgefiltert sein. Und so habe ich dann wirklich einen besseren Überblick über nur über die Remis. Ne? Über die Remis, aka die Unentschieden. Okay, ihr merkt schon, mein Humor wird, ist auf jeden Fall nicht besser, wenn es zu spätere Stunde wird. So, dann müssen wir jetzt hier, stellen wir mal 4,5 ein und hier jetzt dann mindestens 3.000. Mal mindestens 3.000, genau. Und jetzt dürften das wahrscheinlich nur noch Remis sein. Yeah. Und dann sehen wir jetzt, hier ist einer für 4,1 drin. Der hat leider nur noch 56 Fitness. Aber, ja, okay, also hier läuft gleich einer aus. Na gut, in einer halben Stunde. Den setzen wir jetzt mal ganz kurz auf die Beobachtungsliste. Und haben wir hier einen mit ziemlich viel Verträgen? Nicht wirklich. Ich setze nochmal den hier auch auf die Beobachtungsliste, falls mir der hier gleich weggekauft wird. Aber der ist auch gar nicht so lange drin. Und jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht einen übers Bieten bekommen können. Wir haben ja eigentlich Zeit. Und ja, dann stellen wir jetzt mal hier so einen Höchstpreis ein. Dann werden wir natürlich wieder zugespammt mit den Gignacs oder Gignac. Ich habe kein Gignac, wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Gignac nehme ich mal ganz stark an. Und aber ich will jetzt auch vor allem nur schauen, ob es gerade gleich einer ausläuft. So wie zum Beispiel dieser Remy hier. Oder dieser natürlich auch noch für recht günstig zu haben. Und der ist in 7 Minuten. Okay, da haben wir jetzt mal uns hier kurz einen Überblick verschafft. Und ich bekomme immer wieder Hinweise, das zeige ich gleich nochmal. Den kann ich auch nochmal draufsetzen, aber ich denke, zu dem Zeitpunkt werde ich schon spielen. Ich werde immer darauf hingewiesen, hey Tess, du kannst hier auch einfach Dreieck drücken, dann suchst du auch. Ich weiß es,
Aber ich habe es mir einfach noch nicht angewöhnt, weil ich, wie gesagt, ich spiele Ultimate Team seit FIFA 11? 11? Genau. Oder 10 sogar. Nee, es ist sogar 10. Und damals gab es diese Funktion noch nicht. Und. Ah, jetzt läuft gerade ein Remis aus, ne? Ich muss jetzt mal kurz zur Beobachtungsliste. Den habe ich noch nicht, nee, hab ich noch nicht verpasst. In 17 Sekunden, dann bieten wir einfach mal hier drauf. 2,8 ist natürlich auch ein sehr guter Preis. Oder zumindest günstiger, als wenn ich ihn jetzt über sofort kaufen. Über eine Sofortkauffunktion kaufen würde, hat man ja gerade gesehen, er ist der günstigste 4-1. Und das ist natürlich jetzt auch gerade so ein kleiner Vorteil. Es ist gerade 2 Uhr mitten in der Nacht. Jetzt hat er gerade mal da drauf geboten, das ist natürlich blöd. Da kriegt man natürlich dann unter Umständen das eine oder andere Schnäppchen, weil nicht so viele auf dem Tauschmarkt aktiv sind, weil nicht so viele Leute spielen. Das ist ja irgendwie klar. Die Leute schlafen, der Großteil. Natürlich sind wir jetzt vielleicht unter Umständen mehr Amerikaner unterwegs, aber es sind auf jeden Fall, denke ich, jetzt weniger Leute auch aktiv. Und jetzt haben wir Remis für 3.000 bekommen anstatt für 4.100. Und das ist natürlich auch ein guter Kauf, würde ich mal behaupten. Also natürlich, ihr könnt mir jetzt schreiben, hey, ich habe Samuel Neto für 9.000 oder sowas bekommen. Ich glaube, das hat mir letztens einer geschrieben, den kannst du für 9.000 bekommen, das ist ein guter Preis. Denke ich mir, ja, da muss ich aber vielleicht 3 Tage suchen, um ihn zu finden. Oder unter Umständen ist das ein Preis auf der Xbox und nicht auf der PlayStation. Okay, dann machen wir hier mal im Verein speichern. Und das gleiche mit Remis. Und da habe ich sogar noch 4.000 übrig. Und ich würde mal sagen, dann ja, habe ich 2 Spieler gekauft und dann würde ich jetzt sagen, mache ich einfach noch eine weitere Umfrage. Also Honda werde ich mir, glaube ich, auch auf jeden Fall kaufen und Michel Bastos. Bin ich überlegen, ob ich jetzt dazu mal eine Umfrage mache oder ob ich jetzt sage, okay, die beiden ziehe ich auch noch durch. Und dass ich jetzt dann nicht wegen jedem Kokolores hier eine Umfrage mache. Ich meine, die dürften beide nicht so teuer sein. Und ja, bin ich überlegen, mache ich jetzt noch eine Umfrage oder mache ich keine? Ich werde, glaube ich, eine Umfrage machen. Damit werde ich auf jeden Fall Michel Bastos zur Auswahl stellen und Honda. Wobei ich mache doch keine Umfrage. Weil ich habe jetzt vor allem natürlich jeweils gefragt, in der Umfrage waren jeweils zum Beispiel die Stürmerposition in der russischen Liga und in der Ligue 1-Mannschaft, sage ich mal, vakant oder zur Auswahl waren immer dann mehrere Spieler. Und da habe ich jetzt natürlich die Position jetzt besser besetzt unter Umständen und daher gibt es jetzt gar nicht mehr so eine große Auswahl. Das heißt, ich werde mir auch, glaube ich, auf jeden Fall in der nächsten Episode werde ich mir einfach Michel Bastos und Honda kaufen. Okay, dann machen wir das jetzt so und dann spielen wir jetzt hier nochmal die erste Partie in Liga 1. Und ja, da bin ich mal gespannt. Da gibt es ja richtig schön was zum Abkassieren, nämlich 8.000 Münzen und ein Gold Premium Pack. Also das ist natürlich echt eine feine Sache und ich bin überlegen, ich würde sagen, wir spielen mit meinem Team aus der russischen Liga. Emenike setzen wir mal kurz auf die Bank. Nee. Wen setzen wir auf die Bank? Wir setzen den Remi auf die Bank. Ja, doch. Der Remi hat 99 Fitness. Dann machen wir das erst nachher. Und setzen die Emenike jetzt hier hin auf die Position, auf die Reserveposition und Samuel Eto'o wird dem Team hinzugefügt. Und dann füge ich jetzt auch noch schnell Samuel Eto'o hier auf der Bank hinzu. Warum sagt man eigentlich bei ihm fast immer den Nachnamen, den Vornamen auch dazu? Ich weiß nicht, ich war auch der Einzige, bei dem ich den Vornamen mit in die Umfrage geschrieben habe. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe, aber okay. Und hier Lopez werde ich mal aus der Mannschaft entfernen und werde schon mal Remy auch hier hinzufügen. Oh, es hat sehr gut geklappt, wie man gerade gesehen hat. Ja, sehr clever. Machen wir mit Verein tauschen, machen wir es nächstes Mal einfach so rum. Dann haben wir nämlich Remy hier nur zur Auswahl. Und bei Remy müssen wir noch die Formation einstellen, weil man sieht, er hat trotzdem schon die neuen TB-Punkte. Ist die Frage, ob wir es jetzt noch machen müssen oder ob es auch irgendwie anders geht. Muss ich mal gucken, ob ich das noch investiere in eine Formationskarte. Und dann wählen wir nochmal das Team aus der russischen Liga aus, Russian, wie ich es hier benannt habe. Und auch hier werde ich jetzt auch einfach Lopez entfernen oder mit Verein tauschen und schon mal Remy hinzufügen. Okay, dann passt das jetzt hier alles. Und Emenike wird jetzt hier das Spiel nochmal regenerieren, bis er 99 Fitness hat. Und dann werde ich unter Umständen Emenike und Lopez verkaufen. Also Emenike auf jeden Fall. Und Lopez dann, wenn ich merke, dass Remy eine deutliche Verstärkung ist. Hier spielen wir jetzt mit dem Team aus der russischen Liga erste Partie in Liga 1. Ich bin mal gespannt. Und ja, die Gegnersuche dauert schon, zumindest schon mal ein bisschen länger. Aber haben jetzt auch einen Gegner gefunden. Und mein. Ah, man hört es richtig schön, mein Stuhl schön am Knatschen. Und dann spielen wir mit meinem Real Madrid-Trikot. Letztens habe ich einen guten Tipp gelesen. Ich habe noch nicht geschaut, ob das wirklich funktioniert. Aber von der Idee fand ich es richtig genial. Aber ich erkläre es gleich. Schauen wir uns erst das Team vom Gegner an. Er spielt im 4-2-2 aus der Premier League. Die Innenverteidigung mit, boah, das ist, glaube ich, Evans oder Jones.
von Manchester United und ein Belgier von Tottenham Hotspurs, den kenne ich nicht. Ansonsten jetzt nicht hochklassig besetzt, aber Hernandez und Cissé, zwei, also Hernandez hat ja letztens mir ziemlich Probleme bereitet. Ja, mal sehen, was er da hinbekommt. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie er die ZOM-Position besetzt hat, aber ich habe auf jeden Fall Young gesehen und das ist natürlich ein sehr, sehr schneller Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass er das 4-2-2-2 sehr flügellastig spielen wird. Okay, und was ich gerade erzählen wollte, letztens hat mir jemand den Tipp gegeben, wenn ich das Real Madrid Trikot kaufen möchte, dann soll ich einfach nach der zweiten Mannschaft Real Madrid Castilla aus der zweiten spanischen Liga schauen. Die spielen ja anscheinend auch mit dem gleichen Trikotsatz und dann kriegt man das Trikot unter Umständen billiger. Ist eine Möglichkeit. Also ich habe noch nicht nachgeschaut, ob das auch wirklich funktioniert, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Tipp und ich kann mir vorstellen, dass das unter Umständen auch bei Barcelona funktioniert. Ich glaube, das Barcelona B-Team ist ja auch in der zweiten spanischen Liga. Und mein Gegner, ja, der spielt sich eben unter den Ballen zu und sehr ballbesetzlastig momentan sein Spiel, sehr sichere Pässe, zieht immer wieder gern zurück und baut das Spiel neu auf, hier laufe ich am Gegner vorbei, interessante Variante. Und dann kommt jetzt zum ersten Mal wirklich gefährlich aufs Tor, ich kriege den Ball gerade so rausgespielt mit dem Verteidiger und knall das Ding weg. Okay, dann haben wir das hier schon mal geklärt und jetzt haben wir das erste Mal den Ball gehabt nach 6 Minuten. Und die Zeit nutze ich, um Megidi und Juszczak zu tauschen. Und hier wird mir, glaube ich, immer anstatt Juszczak wird mir immer Gonzalez empfohlen. Aber ich glaube, der hat nur eine 75er Wertung oder sowas, aber ist anscheinend super schnell. Keine Ahnung, und 4 Tricksterne. Weiß ich nicht. Ich finde Juszczak eigentlich ziemlich geil, weil er so guter Freischussschütze ist. Und ist jetzt nicht der schnellste. Ich glaube, irgendwie 80 Tempo oder sowas, aber finde ich jetzt nicht verkehrt. Und jetzt hier Samuel Eto'o zum ersten Mal einen Ball. Ziehen wir mal hier durch. Ja, dann laufen wir einmal weiter durch. Spielen wir jetzt die Flanke auf, unter Umständen, ja, auf Juszczak. Der kommt, oder es war Carlos Eduardo, der kommt nicht hin. Und der Gegner klärt zur Ecke. Und hier nehme ich jetzt doch mal einen Rechtsfuß. Ich merke schon, dass ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen rumexperimentiert und doch, die Ecken kommen für mich besser, wenn ich sie vom Tor wegziehe. Und das mache ich mit dem linken Stick, wenn ich die Ausführung gemacht habe. Samuel Eto'o gibt hier nicht auf, kriegt aber leider den Ball nicht erlaufen. Jetzt wird er vielleicht unter Umständen, ja, er probiert einen Doppelpass. Ich bin gerade relativ offen hinten, wie man sieht. Jetzt wird er unter Umständen steil spielen. Holen wir ganz kurz den Torhüter raus. Oh, scheiße, das war's nicht. Und dann ist hier das 1-0. Ah, das habe ich, glaube ich, nicht optimal gemacht. Was macht er denn da? Er macht einen Jubel in Slow Motion und danach mit dem Kopf voran in die Bande. Das Problem war, ich habe mich hier für nichts Klares entschieden. Ich bin nicht auf den Ball für den Spieler draufgegangen. Ich habe den anderen nicht gedeckt. Ich stand irgendwie im luftleeren Raum und habe da gar keine Funktion erfüllt als verteidigender Spieler. Und das war natürlich nicht optimal. Weich mal den mal aus, das klappt sehr gut. Oh, ja, okay. Ziehen wir mal voll drauf und der Schuss wird leider geblockt. Das ist dann die nächste Ecke. Da hätte ich vielleicht unter Umständen schon mal vorher abziehen können. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich wieder herbe Kritik bekommen, dass ich da hätte auch mal voll draufziehen können. Aber ich habe eben nicht dran gedacht. So, die kommt gut, die Flanke. Kommt vielleicht auch zum Kopfball und er setzt das Ding aus 5 Metern 10 Meter übers Tor. Das ist natürlich auch eine wirklich sensationelle Leistung. Aber zufrieden sein kann ich damit nicht. Hier gewinne ich das Kopfball sehr gut. Und dann spielen wir hier auf Samuel Eto'o. Der kriegt das Ding leider nicht angenommen. Kann sich nicht durchsetzen im Zweikampf. Kann aber vielleicht danach den Ball hier erobern. Und dann spielt er mir hier in die Füße. Megidi kann den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen. Und dann ist der Ball schon wieder weg. Das war natürlich ein bisschen schade, dass er aus dem Fehlpass, den er da spielt, nicht profitieren konnte und den Ball direkt wieder verloren habe. Das wäre natürlich eine sehr gute Situation gewesen. Hier war irgendwie klar, dass er da nicht... Oben läuft Megidi. Ich bekomme ihn leider nicht angespielt. Der Torhüter kommt raus. Und schade, dass ich da hat, wenn man sich das nochmal anschaut, weiß ich, ich habe schon häufiger gesagt, schaut euch das nochmal an, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich macht, aber wenn man sich es nochmal anschaut, sieht man, dass Megidi sich wunderbar freigelaufen hat oder da in den Raum gestartet ist. Leider habe ich ihn nicht angespielt bekommen und hier spiele ich zu voreilig den Pass wieder raus, wodurch alle meine Spieler weglaufen und keiner mit dem Pass rechnet. Schade, habe ich zu voreilig den Pass rausgespielt. Hier mit Sturridge kommt jetzt über den Flügel, wird die Flanke spielen auf Hernandez, der anscheinend einen guten Kopfballwert hat, obwohl er so klein ist. Und, boah, witzel hier gerade so im letzten Moment, kann er an den Ball rankommen. Jetzt ziehen wir mit Magidi ein bisschen außen durch. Wallroll. Und hier to hier. Ziehen jetzt hier außen weiter schön durch. Und unten läuft einer auf den zweiten Pfosten. Samuel Eto'o setzt sich hier durch, knallt das Ding voll drauf und dann vielleicht der Kopfball danach. Und dann ist das hier das 1:1. Schön. Sauber der Ausgleich, recht früh geschafft und danach hat man gerade gesehen, das Replay wurde einem nicht richtig angezeigt, sondern es wurde der Abschluss gezeigt. Ein toller Bug, der schon seit FIFA 12 vorhanden ist. Freue mich auch, warum sie sowas nicht gefixt bekommen. Aber momentan gibt es auch noch andere Bugs in FIFA 13, die neu hinzugefügt haben.
von, oh, das gibt kein Foul, gut. Und dann spiele ich schon wieder so einen richtig dummen Fehlpass. Und da führt er den Ball zu offen, hat nicht mit dem Spieler gerechnet. Boah, da wollte ich mit dem Borrow-Flick an diesem grätschen Spieler vorbeiziehen. Nein, hier muss man nur... Hätte ich fast einen katastrophalen Ballverlust gehabt bei 16 Meter vor meinem eigenen Tor. Das macht er gut, dieses Zurückziehen ist ein L2-Dribbling, also einfach nur L2 drücken. Spielen wir jetzt hier schnell raus, jetzt sagen wir L2, kriegt hier den Ball, machen wir ein L2-Dribbling. Und jetzt spielen wir auf Juszczak. Ja, ja. Ziehen wir doch außen durch, machen die Schusstäuschung jetzt in die Mitte und den... Ah, es hat so wenig gefehlt, da hätte ich das Ding in die lange Ecke schießen können. Ha, ärgerlich. Ich muss natürlich immer noch weiter leise sein. Das ist echt gerade problematisch für mich. Ich hätte jetzt hier gerade die Hände richtig aufgeschrien. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich dann nicht meine Emotionen ganz frei laufen lassen kann. Oh, die kommt gut. Mann! Okay, so viel dazu, dass ich meine Emotionen nicht ganz frei laufen lassen kann. Das ärgert mich gerade. Die Flanke ist... Ah, da ist noch keiner. Wenn der mein Spieler diesem Flankenball entgegengeht und das klären möchte und nicht stehen bleibt, dann kommt der Nandes auch an diese Scheißflanke nicht ran. Meine Fresse. Absolut unnötig. Oh. Ja, Samuel Eto'o. Schön. Zieh mal außen durch. Boah, das ist. Boah, das könnte Foul geben, genau. Sehr schön. Und ich habe ja echt mit Juszczak einen guten Schützen. Jetzt müssen wir auch mal ein Ding mit dem machen. Ich glaube, ich habe noch keinen Freischusstreffer getroffen. Jetzt, ja, jetzt gibt es erstmal Gelb, weil er die Mauer nach vorne getippeln lassen hat. Oder zu weit nach vorne tippeln hat lassen. Und den mit einem Dipping Free Kick machen wir so. Ein bisschen leichter Fehl wird der natürlich dabei sein. Weiß ich nicht, ob ich über die Mauer drüber bekomme. Ja, könnte kommen. Und leider zu unplatziert. War zu mittig, aber er wirft ihn ganz fahrlässig ab. Oben legen wir jetzt ab, hier auf Eto'o. Den ziehen wir voll drauf. Und dann ist das 2:2. Super strammer Schuss hier von Eto'o. Und der netzt es einfach. Eine Chance, dann schön abgeschlossen. Schön hier abgelegt. Und dann kommt Eto'o, wie gesagt, zu einem guten Abschluss. Und dann können wir hier rechtzeitig oder recht frühzeitig wieder den Ausgleichstreffer schießen. Und ich hoffe, jetzt können wir vielleicht unter Umständen auch den Führungstreffer danach nachlegen. Und ja, mein Gegner spielt auf jeden Fall gut, finde ich. Also er spielt sehr überlegt, was die Pässe betrifft und auch das Spiel nach vorne. Wow, grenzwertiges Einsteigen hier, würde ich mal sagen. Also da gibt es auch manche Schiedsrichter, die da einen Foul geben. Jetzt zieht jetzt einfach durch mit Young und dann können wir kann ich an Saldi den Ball rausspielen. Überbrücken wir Mittelfeld auf McGeady. Ja, ziehen wir jetzt mal hier durch. Brechen wir mal ab. Das sollte eigentlich entweder ein Heal-Job werden oder ein Rabona Fake. Leider ist es irgendwie ein Trickpass geworden. Das hat natürlich irgendwie so ein bisschen die ganze Grundsituation verändert. Also nicht so, wie ich es erwartet hätte. Und okay, jetzt kann ich hier schön in den Passweg reingehen. Aber dennoch kriegt Ansaldi leider den Ball nicht richtig angenommen. Und hier jetzt ein katastrophaler Fehlpass. Spielen wir steil auf Eto'o. Ja, weiß ich nicht, ob er sich jetzt hier durchsetzen kann. Ziehen wir außen durch. Boah, da hat wenig gefehlt, aber jetzt spielen wir nochmal auf Eto'o. Hat es, wenn er den falsch annimmt mit seinem Verteidiger, dann kann Eto'o vielleicht direkt auf den Verteidiger draufgehen und da den Ball erobern. Hat man sehr häufig, dass man da den Ball annimmt und danach direkt den Ball wieder verliert. Aber das hat er gut gemacht oder hat es gut antizipiert, dass er da den Ball bekommen wird. Okay, wie gesagt, sehr überlegt, was mein Gegner da macht. Also er spielt auf jeden Fall gut, aber jetzt auch nicht trotzdem irgendwie mega langweilig, sondern man sieht schon, dass er den Weg zum Tor sucht. Jetzt geht er sehr über die Flügel, macht eine gute Richtungsänderung, noch eine gute Richtungsänderung. Die Flanke dürfte ungefährlich sein, kann ich abgreifen. Besucher jetzt hier am Ball. Oben unter Umständen McGeady ein bisschen Raum, ich weiß es nicht, ich schaue es mir gerade an. Und dann pfeift er hier zur Halbzeit. Also komplett irrelevant, aber McGeady hat sich auch nicht abgesetzt. So gehen wir mit einem 2:2 in die Halbzeit und mein Gegner aus 2 Schüssen, 2 Treffer. Dafür hat er 65% Ballbesitz. Also eine sehr interessante Statistik zumindest. Oh, bleibe ich leider ganz unglücklich am Gegner hängen. Hatte das eigentlich, denke ich, ganz vernünftig gemacht mit dem, wie sagt man, Hokus Pokus. Hier, oh, ich wollte eigentlich auf den anderen, auf Witzel spielen. Witzel aber hier mit einer guten Balleroberung spielen wir kurz. McGeady spielen wir auch kurz auf Samuel Eto'o. Oh, das ist gar nicht Samuel Eto'o gewesen, sondern das war der andere. McGeady und Juszczak sehen sich recht ähnlich aus. Da habe ich immer so ein paar Probleme, aber... das ist immer so gefährlich hier, dass man, wenn man da den Ball bekommt, da muss man eigentlich relativ frühzeitig dann nach links drücken, um da den Ball nicht so zu führen, dass er drankommt. Boah. Und... gehen wir hier mal hier drauf. Oh, jetzt wird es hier gefährlich. Jetzt hat er... Glück gehabt, dass er das daneben setzt. Hat er natürlich auch direkt genommen. Das ist natürlich auch so ein Punkt, warum dann da der Abschluss schlechter kommt. Spielen wir hier kurz hoch raus. Bruno Alves bekommt das hier gut angenommen. Und dann
ganz ruhig, dass man sich dann nicht so dreht, dass der Verteidiger an den Ball rankommt. Das ist das Wichtige dabei. Hier spielen wir jetzt mal steil auf McGinn. Der Verteidiger scheint aber relativ flix zu sein. Ja. Ich wollte eigentlich gerade zu einem Roulette ansetzen, hatte sich aber McGinn nicht dazu entschieden, das auch umzusetzen. Ja, ziehen wir jetzt mal voll drauf und dann wird der Schuss leider geblockt. Habe ich in die Mitte gezogen, aber dann hat das da mit drei Verteidigern circa zugestellt, wodurch dieser Schuss recht einfach geblockt wurde. Hier ein langer Ball, der dann bei meinem Ausverteidiger landet. Kriege ich rechtzeitig dann auch rausgespielt. Dann Boussoufa. Ja, mit Megidi. Oulette. Ja, oh yeah, das sah nice aus. Und dann kretscht er mich hier ab, spielen wir jetzt. Ich wollte oben rum spielen, nicht unten rum. Das ist immer ärgerlich, wenn sie da irgendwie. Spielen wir jetzt mal hier steil auf Juszczak, der kriegt vielleicht durchs Kopfballduell, aber ein recht ungefährlicher Abschluss. Ich hätte vielleicht eben mit Besucher ein bisschen mehr aus der Situation machen müssen, als ich da zu einem schönen Dribbling angesetzt hatte. Ziehen wir hier weiter aus durch. Irgendwie klappen meine Rabona Fakes heute nicht. Also gar nicht. Das, ich habe jetzt gerade dreimal ungefähr probiert, einen Rabona Fake zu machen. Jetzt probieren wir es nochmal. McGinn hat ja eigentlich 5 Kriegsstände, genau. Oh, da wollte ich jetzt ein Rainbow, Advanced Rainbow über den Verteidiger drüber machen, aber hat man gesehen, bin leider hängen geblieben. Und ich würde sagen, eigentlich sollte ich jetzt hier gar nicht so viel Zeit in Tricksen stecken, sondern ich sollte eigentlich probieren, auch den dritten Treffer zu machen. Hier super stark, wie der Bocchetti rausgeht. Hier spielen wir jetzt. Ich hatte kurz gedacht, dass Samuel Eto'o sich da unten anbieten wird, lang. Das sind natürlich, sage ich mal, gewagte Pässe mit dem Torhüter, wenn der überhaupt gar nicht im Tor steht, da so einen langen, kurzen Pass zu spielen. Langen, kurzen Pass macht Sinn, ne? Aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Der hat kurz flach rausgespielt, aber dennoch war der Ball lang unterwegs. Okay, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber oder ob ihr versteht, was ich meine. Hier sieht man schön, wie er probiert, die Ballverteilung clever zu gestalten. Und jetzt spielen wir hier vielleicht auf Schussstock in die Gasse durch. Der kann sich jetzt hier durchsetzen. Spielen wir aufs... Oh, das ist das denn hier für ein Einsteigen? Er erwischt den Ball, aber danach auch den Mann. Und das kann eigentlich auch mal einen Foul geben. Habe ich leider nicht genug draus gemacht. Jetzt habe ich kurz gedacht, dass er sich da einer von meinen Stürmern in die Gasse vorne durchstartet. Hat dann auch keiner gemacht. Hier, gute Ballung von Boussoufa, aber der Ball ist leider nicht bei mir gelandet. Und mal sehen, was er jetzt hier aus der Situation machen kann. Der kann hier unter Umständen, ja, kann ich rechtzeitig den Ball klären, bevor das zu gefährlich wird. Eto'o, verkackt die Ballannahme, aber er geht unfair zum... Oh, es gibt sogar Rot. Das ist natürlich eine harte Entscheidung. Er hat hier eigentlich auch ein bisschen... Oh, also er hat eigentlich den Ball. Also das ist natürlich schon eigentlich eine Fehlentscheidung. Es ist ein hartes Einsteigen von hinten natürlich. Aber dennoch, Rot ist echt ziemlich heftig. Also ich sehe da häufig Gelb. Ja, sehr schön. Oh, das ist von der... Oh Gott, also ich werde so hart geflamed jetzt dafür, was ich gerade gemacht habe. Ich hatte aber gerade Lust da drauf, sorry. Ich hätte einfach mit Begidi durchziehen können und ich hätte irgendwie ein Tor schießen können oder ablegen können oder was weiß ich. Oder an dem Gegenspieler mit einem einfachen Trick vorbeiziehen und ich mach's mit einem Rainbow. Ich bin auch ziemlich... ich werde dafür hart geflamed von euch, ich weiß es schon. Okay, das war gerade echt richtig dumm. Okay, aber vielleicht passiert jetzt noch was. Er hat ja einen Innenverteidiger verloren. Spielen wir einfach steil durch in die Gasse, aber der Ball wird schlecht gespielt. Ich stelle jetzt auch mal auf ein bisschen ausgekriegt oder ja, doch ausgekriegt, lassen wir es mal so. Und er hat einen Innenverteidiger verloren. Also, das ist natürlich. Ich stelle dann auch gleich mal Teampressing an. So, also ich habe jetzt hier gerade echt wahllos auf den linken Stick rumgedrückt. Weil, wenn ich jetzt, ich muss natürlich eigentlich das Spiel nicht gewinnen, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das erste Spiel muss ich gewinnen. Glück gehabt. Und dann, was wird das jetzt hier, Torhüter fängt den locker. Machen wir ruhig. Aber eigentlich müsste ich gegen 10 Mann natürlich jetzt hier, auch wenn der Innenverteidiger vor allem fehlt, da den Todesstoß setzen. Machen wir jetzt hier ganz breit das Spiel, da läuft nicht Besucher einen langen Weg. Brechen wir das mal hier ab, probieren das jetzt hier irgendwie schön aufzuziehen. Machen wir die lange Flanke. Oh Mann, da stehen zwei oben auf den zweiten Pfosten frei, aber ich bekomme sie leider nicht angeflankt. Sehr ärgerlich, weil das war natürlich eigentlich eine Situation, wo dann hier auch das 3:2 fallen kann. Hier spielt er recht ungewöhnlich. Jetzt kann er oben in die Gasse spielen. Macht er auch. Ich krieg den Ball aber rausgespielt. Jetzt müssen wir schnell umschalten, weil jetzt... Ah, das dauert zu lange. Jetzt haben wir unter Umständen die Möglichkeit. Samuel Eto'o kann sich jetzt unter Umständen ansetzen. Er ist jetzt durch. Den ziehen wir voll drauf und bleib ich ja dranhängen, aber ich kann vielleicht das Tor. Genau, das ist der Siegtreffer. 3:2, 85. Minute. Naja, was heißt Siegtreffer? Es ist natürlich jetzt noch alles drin. Ich wollte mit Samuel Eto'o jetzt nicht das Sweaty Goal machen. Also ich wollte jetzt nicht querlegen und dann das Sweaty Goal machen, sondern mit ihm abschließen. Im Endeffekt hat es erst dann nicht geschafft, aber dann der Treffer ins leere Tor.
Hier spielen wir jetzt in die Gasse. Sagen wir, der Tor schon wieder durch. Ah, der gefällt mir. Der hat gute Laufwege. Legen wir jetzt mit dem Schlenzer am Tor. Oh, am Tor da vorbei. Und der trifft leider nur den Pfosten. Ärgerlich. Aber dennoch, jetzt hier mit der zweiten Chance spielen wir in die Gasse. Steigt hart von hinten ein. Aber sagen wir, der Tor setzt sich durch. Zieht jetzt hier durch. Zieht voll drauf. Und dann wird der Schuss erneut geblockt. Hey, jetzt ist natürlich nochmal eine heiße Endphase. Hier wird es jetzt auch nochmal gelb geben für ein Einsteigen von Glenn Johnson. Und eben hat man natürlich auch gesehen, was mir eben so nebenbei eingefallen ist. Smalling, oder ich weiß gar nicht, wie der Smalling, jedenfalls der Innenverteidiger von Manchester United war Smalling oder Smalling, Smalling wahrscheinlich. Oh, das ist das 5, nee, das 4:2 jetzt. Carlos Eduardo mit einem Kopfballtreffer, keine Ahnung, wie ich das genau mit ihm gemacht habe, die Flanke kam einfach gut, oder Carlos Eduardo setzt sich richtig gut durch, und dann ist das das 4:2 in der 90. Minute, wahrscheinlich auch die Entscheidung, das ist die Entscheidung, und ja, so konnte ich relativ spät das Spiel für mich entscheiden. Und ja, vor allem natürlich begünstigt durch die harte Entscheidung der roten Karte. Was ist das denn? Das ist jetzt gerade der 4. Rabona Fake, der nicht klappt, wo ein Pass rauskommt. Also vielleicht ist es auch für mich von der Uhrzeit ein bisschen zu spät, dass ich nicht mehr schnell genug bin, was die Tasteneingabe geht. Oder keine Ahnung, was gerade los war. Jedenfalls, wie gesagt, begünstigt durch die harte Entscheidung vom Schiedsrichter hier, Smalling rot zu zeigen, kann ich das Spiel für mich entscheiden. Enge Partie, heiße Partie, und Juszczak mit einer 9,9, das ist natürlich eine Bombenwertung. Zwei Tore, und hat er auch noch eine Torvorlage gemacht. Zwei Torvorlagen, also okay, das war natürlich echt ein krasses Spiel von ihm. Und dann würde ich, ja, wie gesagt, da gab es immer wieder mal den Hinweis, ich soll mir doch Gonzalez für ihn kaufen. Sehe ich jetzt keinen Grund dafür. Hat er echt eine starke Partie gemacht. Können wir uns mal die Spieldetails anschauen. Also mein Gegner, man sieht es, mit sehr viel Ballbesitz, aber dennoch mit sehr wenigen Abschlüssen, die er gesucht hat. Teilweise wahrscheinlich, das habe ich auch schon mal in einer anderen ähnlichen Partie gesagt, muss man dann dennoch auch mal ein bisschen risikoreicher spielen, um die Torabschlüsse zu suchen, weil nur so schießt man letztendlich die Tore. Und jetzt haben wir das Ganze mit einem schönen Sieg gestartet in Liga 1, und ich hoffe, so kann ich es dann auch direkt weiter, also wie gesagt, ein bisschen glücklich durch die Fehlentscheidung, aber dennoch, ich denke auf jeden Fall eine interessante Partie, und Eto'o eigentlich mit einem ganz vernünftigen Einstieg, aber ich denke, er kann auf jeden Fall noch das Ganze noch steigern, und ich werde vielleicht in Zukunft ihn vielleicht unter Umständen noch besser ins Spiel, ins Angriffsspiel einbringen können. Ich denke, nächste Episode werde ich mir dann Bastos kaufen oder Honda. Wahrscheinlich Bastos, damit ich mal wieder mit Ligue 1 spiele. Und so geht's dann weiter. Bastos kaufen und die nächste Partie aus der Liga 1. Seid darauf gespannt. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.